Wir sind ja noch im März des Jahres 2020 und da unser lieber Freund und Künstler David Rabinovich Anfang März 77 Jahre alt geworden ist, haben wir uns überlegt, dass wir uns heute dieses besondere Stück von ihm betrachten. Mit David Rabinovich verbindet mich eine sehr langjährige Freundschaft. Ich habe ihn Ende der 80er Jahre in der Kunstakademie in Düsseldorf zum ersten Mal kennengelernt, bei einem Rundgang durch die Akademie, aber ganz intensiv dann 1989 im November, da ist nicht nur die Mauer in Deutschland gefallen, sondern da fand auch eine bedeutende Kunstausstellung statt, die nämlich von Dr. Harald Seemann, dem früheren Documenta-Leiter und einem der jüngsten Ausstellungsmacher, der 1969 die bedeutende Ausstellung When Attitudes Become Form in Bern veranstaltet hat, eine Eröffnungsausstellung für die Deichtorhallen in Hamburg plante. Und zu dieser Ausstellung hat er mich eingeladen, sagte, kommst du am besten schon die Tage vorher, dann kannst du die ganzen Künstler kennenlernen, vor der Vernissage. Und gesagt, getan. Ich hatte also gerade mein 10-jähriges Jubiläum in Mainz absolviert und die ganzen Vorbereitungen für den Druck des Katalogs in Auftrag gegeben und habe mir dann den Luxus geleistet, nach Hamburg zu fahren, um bei Einleuchten dabei und vor allem in der Vorphase auch da zu sein. War auch interessant für mich. Ich lernte Mario Merz persönlich kennen, Nino Toroni, Michel Verju, Christian Boltanski und viele bedeutende Künstler und unter anderem auch David Rabinovich näher. Mit David unternahm ich dann zahlreiche Spaziergänge, stundenlang des Nachts durch Hamburg. Wir kehrten in vielen Hotels ein, tranken überall eine Tasse Tee und diskutierten intensivstens über Philosophie, wobei er natürlich den Heimvorteil hatte, dass er in Amerikanisch sprach und ich alles übersetzen musste. Also bei Kant konnte ich mich wacker schlagen, auch bei Descartes, aber bei Spinoza bin ich dann ausgestiegen. Trotzdem hat David Rabinovich im Anschluss dieser verschiedenen nächtelangen Gespräche und Spaziergänge beschlossen, du bist würdig, mit mir zu arbeiten. Das bedeutet aber nicht, dass man von ihm einfach etwas in Kommission bekam, sondern das Arbeiten mit David, das bestand maßgeblich darin, dass man von ihm Pläne bekam, so wie ein Architekt sozusagen Baupläne herstellt, stellte er Pläne für seine Skulpturen her, die sehr komplex durchdacht und konstruiert waren und für die man dann einen Hersteller finden musste, also eine Stahlfirma. Und man muss sich vorstellen, wenn wir jetzt hier so eine Stahlplatte sehen, also der Metaller würde sagen ein Blech, auch wenn das Ding 40 cm dick ist, ist das für einen Metaller immer noch ein Blech. Das Ganze wiegt hier ungefähr eine knappe Tonne, dann wird das brenngeschnitten. Man muss sich also vorstellen, man hat so wie einen Kuchenteig und jedes einzelne dieser Formen wird sozusagen ausgeschnitten und nachher zusammengefügt. Das ist deshalb notwendig, weil man einen Verlust von etwa 6 bis 8 mm durch die Hitze hat. Das kommt also so ein Strahl, ein Feuerstrahl, der sozusagen jedes einzelne Stück ausschneidet. Und das ist so ähnlich wie beim Plätzchenbacken. Man hat eine Scheibe Stahl und schneidet jedes Stück extra aus. Diese Skulptur ist besonders bemerkenswert, denn sie ist von 1969 eine Freely Bound Skulptur. Also das gibt es ganz, ganz selten im Werk von David Rabinovich. Normalerweise sind es geometrische Formen, aber wenn man genau schaut und sich den Rand hier ansieht, merkt man, dass das kein regelmäßiges Oval, sondern eine frei angezeichnete Umrissform ist. Interessant ist bei diesem Stück auch, dass es keinerlei Bohrlöcher gibt. Also es gibt ja Skulpturen von ihm mit Bohrlöchern, sehr klaren Formen oder ohne Bohrlöcher. Und um die 70er Jahre hat er eben noch sehr wenige dieser Löcher eingesetzt. Und interessant ist, es gibt eigentlich keine einzige gerade Form. Sowas ist eine gekurvte Linie, das ist eine gekurvte Linie, das ist eine gekurvte Linie und so weiter. Und das macht es umso schwerer natürlich mit der Vorstellung, dass dieses Metall ja wegschmilzt beim Schneideprozess, dass es nachher dann trotzdem irgendwie zusammenpasst.
Also für so ein Gewicht, also so ein kleines, süßes, schlupfiges Teilchen wie dieses hier, das kann ich mit einem Griffmagnet noch hochheben und zwei Händen, aber das Stück ungefähr, das wiegt schon 145 Kilo, da brauchen wir schon drei starke Jungs, sagen wir mal, dazu, um das Ganze anzuheben. David's Skulpturen haben keinen Inhalt, wenn man so will, sondern sie beschäftigen sich immer mit Proportionen, Formen, der Verhältnisse, der Teile zueinander. Jedes hat ein bestimmtes Konzept, ist aus so und so vielen Teilen, so und so vielen Winkeln, Stücken, Proportionen zusammengefügt. Und wenn man sich mit ihm drüber unterhält, dann wird das eine Welt für sich, die aus Formen und Proportionen besteht, plötzlich sehr, sehr spannend wird. Bei meiner ersten Skulptur, die ich im Jahre 1991 für meine Ausstellung Raumzeichen herstellen wollte, dazu gibt es noch eine schöne Geschichte. Und zwar, David hatte also nun gefunden, dass ich mit ihm arbeiten könnte. Und ich sagte, oh wunderbar, David, ich möchte gerne eine Skulptur für meine Ausstellung. Und dann hat er gesagt, gut, du kannst eine haben. Es gibt Pläne, die kannst du erwerben, musst aber sofort den Bau dieser Skulptur auch veranlassen und mir sofort mein Honorar zahlen. Das war natürlich ein bisschen schwierig, weil ich musste eine Skulptur bauen, wir sprechen hier über sechsstellige Zahlen, und das Honorar zahlen und wusste alles noch gar nicht, wie das geht. Und nun habe ich einen Sammler angestiftet, das hat auch ein bisschen gedauert, bis ich ihn wirklich überzeugen konnte, aber so nach monatelangem Überzeugungsarbeit, sagen wir mal so, hat er dann schließlich mitgemacht. Er sagte dann so sinngemäß, ich verstehe zwar nicht, was Sie daran so toll finden, aber ich verstehe, dass Sie das so toll finden, also ich mache damit. Aber ich kann ja nicht bei mir irgendwie zwei Stunden Stahl in den Vorgarten legen. Sie müssen ein Museum finden, das diese Skulptur als Dauerleihgabe findet. Dann, und es ist gedeckelt mit 100.000, dann mache ich dabei mit. Jetzt hatte ich also einen Künstler, der mir den Plan nur gibt, wenn er das Honorar bekommt und das Ganze gebaut wird. Ich hatte einen Sammler, der bereit war, das zu finanzieren, aber nur wenn ich ein Museum finde, das diese Arbeit als Leihgabe nimmt. Nun habe ich also überall in Deutschland herumtelefoniert und war erstaunt, wie viele Museen schon arbeiten von David Rabinowitsch hatten in ihrer Sammlung. Also die Nationalgalerie in Berlin sagt, oh, wir haben gerade eine Arbeit erworben, die wir dann als Leihgabe hatten. Die Staatsgalerie in Stuttgart sagte mir, wir haben gerade die Dokumentearbeit erworben und so weiter und so weiter. Schließlich bekam ich durch einen Tipp von der Gudrun Inboden, damals wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Staatsgalerie Stuttgart, den Hinweis, dass im Lehmbruck-Museum in Duisburg doch so eine Skulptur am rechten Platz wäre und, soweit sie wüsste, dort noch kein Rabinowitsch in der Sammlung sich befinden würde. Ich nahm also Kontakt mit Dr. Christoph Brockhaus auf, den ich schon seit seiner Ernennung zum Direktor dieses Museums kannte, und fragte ihn, ob er denn nicht vielleicht eine Rabinowitsch-Skulptur gebrauchen könnte. Er war sehr angetan von der Idee, wollte aber, wenn man so will, nicht die Katze im Sack kaufen. Er wollte schon wissen, was da auf ihn zukommt. Nun musste ich also einen Platz finden von einer Skulptur, von der ich nicht wusste, wie sie aussah, von der der Sammler nicht wusste, wie sie aussah, und die in einem Museum als Leihgabe unterbringen. Eine schwierige Aufgabe. Ich löste das Problem dann so, dass ich Herr Dr. Brockhaus fragte, welche Skulptur ihm denn gefallen würde. Und da sagte er, eine aus der Serie der Metrical Romanesque Constructions, das würde mir schon gut gefallen, die würde ich gerne nehmen. Daraufhin ging ich zu David Rabinowitsch und fragte ihn, ob er denn eine Skulptur aus der Metrical Romanesque Construction Serie zur Verfügung stellen könnte. Und er sagte, oh ja, und mein Problem war gelöst. Und zum Thema dieser Werkprogramme haben wir dann später dieses wunderbare Buch hergestellt, in dem mein verehrter Professor Dr. Detrat von Winterfeld auch einen schönen Text beigesteuert hat über die Beziehung der romanischen Architektur zu den Proportionen und Werken von David Rabinowitsch. Und die Skulptur, die wir damals erwarben und die sich heute noch als Leihgabe im Museum befindet,
war der Beginn einer wunderbaren Zusammenarbeit. Inzwischen sind 29 Skulpturen von mir, von David Rabinowitsch, hergestellt worden und die größte befindet sich heute im Hof des Sächsischen Landtags in Dresden.